die Bienen nach der Ernte auch direkt noch Honignektar haben, weil sie müssen sich ja damit auch ernähren. Ne? Hier ja. sieht man Brut. In der Mitte ist die Brut ausgelaufen. Hier sind noch Restbrutzellen. Also ausgelaufen ist positiv, das heißt, sie genau. ist geschlüpft. Hier ist geschlüpft und dann bilden die Bienen immer hier wie so einen Futterkranz, damit sie halt eben ganz nah bei der Brut halt auch genug Nahrung haben. Man sieht den Unterschied in der Farbe. Das ist verdeckelter Honig und das ist verdeckelte Brut. Die ist etwas, wenn wir den Fokus wieder stellen, die Brut ist etwas dunkler in der Verdeckung. Aber wenn man genau reinguckt in die Zellen, sieht man auch Eier. Ah, da schlüpft gerade eine hier. Ja. Sieht man das? Da schlüpft gerade eine Biene. Da, genau, jetzt gehe ich mal nah dran. Da schlüpft eine. Och, eine andere Biene kommt zur Welt. Ja, das Video wird diesmal ein bisschen länger. Ich warne schon mal vor. Es kann aber auch noch einen Moment dauern, bis sie sich da komplett rausgekämpft hat. Ja, nee, ich meinte gar nicht immer nur deswegen, sondern grundsätzlich wird es länger. Daran werde ich jetzt die Wabe gerne genau. wegstellen. Genau, dann hängen wir die wieder rein. Mal gucken, vielleicht sehen wir die Königin. Ja, und Schwarmkontrolle heißt, in der Schwarmzeit haben die Bienen einen natürlichen Vermehrungstrieb im Sinne von sich als Volk zu vermehren. Und dann machen sie sich nämlich gerne neue Königin. Und wenn dann nach am achten Tag die Zelle verdeckelt ist, dann schwärmt die alte Königin mit ca. 50% des Volkes aus. Und als Imker möchten wir das verhindern, denn dann ist das Volk nur noch halb so stark und die nehmen auch ganz viel Honig mit. Und wir verhindern das dadurch, dass man halt diese Königinzellen, die angelegt werden, dass wir die früh genug wieder wegmachen und dann können sie nicht abhauen. Hier auch ein ganz schönes Brutnest mit frischer Brut und auch mit Futter. Ja, und wenn so ein Volk mal abhaut, also das heißt die alte Königin mit 50% des Volkes, dann ist es gut, wenn ein Imker, wir selber oder ein anderer Imker sie einfängt. Denn es ist leider so, dass aufgrund des Schädlings der Varroa-Milbe Honigbienen, wenn die ausgewildert werden oder selber einfach abhauen und nicht gefangen werden, die überleben maximal 2 bis 3 Jahre, wenn sie nicht gegen Varroa behandelt werden. Was wir als Imker nach der letzten Ernte erst tun. Mit aber organischen Säuren, die also auch in der Bio-Imkerei verwendet werden. Nur man muss sie behandeln, denn ansonsten überleben sie es nicht. Aha, da sehen wir auch die Königin mit einem weißen Punkt.